Hallo, seid gegrüßt. Guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen. Ja, wieder sitzen wir hier mit unseren Gamepads in der Hand, denn es gibt wieder was zu zocken. Jenny hat euch ja schon vorgewarnt. Tekken 7, Tekken 7, Tekken 7, es ist soweit. Tekken 7, Tekken 7, Tekken 7, Tekken 7, Tekken 7. Nach dem coolen Injustice 2, also jetzt Tekken 7. Auf jeden Fall. Also Tekken 7 ist richtig gut und ist auf jeden Fall gut. Ja. Egal. Ist nicht zu vergleichen mit Injustice, es ist einfach anders gut, es ist gut. Ja. Und ich habe mich ewig auf Tekken 7 gefreut und ich spiele schon seit ein paar Tagen irgendwie fast rund um die Uhr gefühlt und ich liebe es. Ja. Ich habe auch schon viele Kostümchen gebastelt und so und ja. Ich sitze daneben und guck zu. Jo. Also ihr könnt dann schon meine Kostümchen jetzt gleich bewundern. Mir fehlen die Superhelden in dem Spiel und... Ja. Also es ist mein Ding. Und deswegen muss das natürlich hier auch auf dem Kanal sein, dass wir einmal ein Ründchen oder zwei oder drei für euch spielen und mit euch spielen. Ja. Ich habe es nur mal ganz kurz, eine Runde hatte ich mal, glaube ich, gespielt. Die habe ich direkt verloren. Hä? Ansonsten habe ich noch nicht gespielt. Aber Jenny wird euch jetzt ein bisschen was dazu sagen. Ich mache mal hier wieder den Ton an und dann können wir ja mal so durchs Menü und so gehen. Ne? Denn Jenny ist ja hier der absolute Tekken-Fan. Die hat ja ihr seht alles, das hier was auch. Es von Tekken ich habe ein Tekken-T-Shirt an extra. Ich bin auch ein bisschen gammelig, also nicht drauf achten. Ich chill und spiele und so. Voll gammelig. Aber ich habe ein Tekken-Shirt an. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich denke mal schon. Ja, und deswegen, also Tekken 7. Das ist auch ein Tekken 7-Shirt, übrigens im Retro-Design. Ja, also auf jeden Fall richtig cool. Ich habe ein ganz normales Sträflings-Shirt an, weil... Ne? Ich bin halt hier das Opfer. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal so da rein und checken das mal Check so ein mal. Bisschen aus. Zeig uns mal. Tekken 7. Tekken 7. Boah. So. Was haben wir denn hier alles? Also, wir haben hier die ganzen Charaktere, ne? Also, ich nehme Lily. Also, normalerweise spiele ich auch gerne natürlich mit Elisa. Aber mit Lily bin ich irgendwie halt besser. Mit Lily? Oder er mich ja mit Button Smashing immer killt, muss ich ja jetzt hier gewappnet sein. Aber und hier seht ihr schon, ihr seht das hier, hier sind ganz viele verschiedene Kostüme. Also die hier sind schon vorgefertigt, ihr seht das, die Bilder sehen da auch so fertig aus. Aber hier sind auch so selbstgeschossene Bilder, das sind die einzelnen Kostüme, die man selber machen kann. Und ja, also suche ich mir da hier eins von aus, von den Sachen, die ich selber gemacht habe. Aber ich nehme hier die heiße Schnecke mal, ich bin auch mal Mädel. Katharina Elvis. Katharina Elvis heißt die tatsächlich. Ach ja, und was nehmen wir denn für eine Stage? Ja, was nehmen wir denn für eine Stage? Du musst drücken. Du kannst aber auch die eine aussuchen, du musst dann nach rechts klicken. Ah, die hässlichste. Warum hast du zufällig gemacht, du Trottel? Weil ist die hässlichste. Warum hat er auch zufällig gemacht? Hässlichste. Weil er zufällig Stage. Machen musste. Ah. Ja. So, ich mache mal ein bisschen leiser hier. Ich hoffe, ich kann das irgendwie abpassen später. Jo. Und ich hoffe, wir nehmen auch noch auf weiterhin. Ich hoffe auch. Das wäre blöd, wenn nicht. Also, so, kurz mal die Filmchen. Was sagt sie? Französisch? Brasilianerin oder so? Final Round. Fight. Was will ich hier machen? Ja, okay. Oh. Kann man auf, wie springt man? Hoch? Ne? Hallo? Nee. Was war das? Ey, das tat weh. Oh, meiner hat wenigstens Bikini an. Passt hier zu. Ja, also Special Kicks, so wie Justice gibt es halt auch hier. Also so wie bei Injustice gibt es auch hier. Die hat sie mir noch nicht verraten. Nö. Ja. Kriegt auch nicht verraten. Willst du einen anderen Charakter oder? Ach, machen wir mal einen anderen Level. Ja. Was? Sollst du denn? Ja. So ist das. Das war erstmal so. Jo. Ich muss nach rechts klicken. Da kann sich der eine aussuchen. Wir haben hier Mishima Dojo. Forgotten Realm. Jungle Outpost. Arctic Snowfall. Twilight Conflict. Dragon's Nest. Was wollen wir denn haben überhaupt? Ich muss nochmal weitermachen. So, ich wollte gerade den Look da nehmen. Mushima Building. Was wolltest du denn?
auch so auf dem Dach, das ist ganz schön. Auf dem Dach mit dem Hubschrauber? Ja. Hell oder dunkel? Hell, aber du kannst auch deins nehmen, ist auch gut. Boah, nehmen wir das mal. Nehmen wir mal Hubschrauber. Get ready. Du hast noch mal zu erzählen zu dem Spiel. Erzähl nur mal, dann kann ich die besser besiegen. Ich kann dazu nichts erzählen. Doch, dann kann ich besser kämpfen. Nee, ich kann dazu jetzt nichts erzählen. Jeder kennt Tekken. Was soll ich dazu erzählen? Weiß ich nicht. Und ich habe auf Tekken 7 super lange gewartet. Das kann ich sagen. Gitschi, gitschi, gutschi, gutschi. Just go. Weißt du, was bei Tekken noch hier? Final round. Fight. Ja! Ja! Oh! Gesehen! Okay, hab ich auch gesehen. Hey! Wir müssen die Knöpfe. Halt! Hey! Hallo? So, hier. Ja! Yeah. Oh, das hast du abgeblockt. Hey, ich hab gar nichts gemacht. Jetzt hab ich dich trotzdem gekillt, weil du nicht aufgepasst hast. Hey! Tja. Mal Charakterauswahl, oder? Achso. Nein, Charakterauswahl. Was wollt ihr denn jetzt? Ja. Ja, was? Ich muss euch ja die verschiedenen Outfits auch zeigen, ne? Achso, ich hab keine verschiedenen Outfits. Nee, er hat ja keinen. Die hat ihr wahrscheinlich schon hochgelevelt. So, dann machen wir deinen... Achso, jetzt. Da. Scrub da. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir... Achso. Gehen wir mal auf den Jahrmarkt. Das ist kein Jahrmarkt. Oh, da sind da so... Das ist ein Bazar. Ach, da ist auch irgendwie auf dem Bazarmarkt. Jo. Ja, ich bin jetzt. Wer bin ich denn da jetzt? Wer heißt wie der ist, weiß ich nicht. Der scheint auch, glaube ich, neu zu sein. Ich weiß nicht. Der erinnert mich an irgendein Spiel. Lilly kennt man. Also sieht ein bisschen aus wie der Bruder von Big Daddy aus Bioshock. Ja. Okay. Das hält nicht ganz so viel. Nee. Final round. Fight. Wow, 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 wow. Einer hat ja ein Schleichel mehr. Aber wir sind farblich. Ja. Weiß genau, was jetzt kommt. Du hast ja nicht abgewehrt. Das kann ich nicht. Ich sag noch nicht raus, wie das geht. Soll ich es dir verraten? Nee. Ja, dann musst du das selber rausfinden. Bang! Das sind ja kurze Kämpfe. Immer nur eine Runde. Wir haben irgendwie nur eine Runde eingestellt. Also. Ich weiß nicht warum. Ja, dann sehen wir mehr. Ja. So, was möchtest du jetzt? Nimm mal den Dojo. Oder mach mal die, die ist cool. Ja, die ist cool. Get ready. Ja? Mhm. Ja? Jo. Ja, ja. Die Ladezeiten gehen aber noch bei dem Spiel. Ich finde ja, das voll okay. Geht noch. Also so schlimm ist das da nicht. Jetzt sind wir bei Tron. Ja, die Welt finde ich irgendwie cool, die Stage. Final round. Final round. Und guck mal mein cooles Outfit an. Das habe ich selbst zusammengestellt. Ist das nicht schick? Hallo. Wow. Voll in die kleine Visage. Voll. Ich will nicht greifen. Hier wird nicht gegriffen. Ich will nicht doch nur greifen. Achso, ich bin noch nicht fertig. Oh, grünisch. Oh, oh. Hey. Voll in die Klöten, Leute. Ich war von den grünen Steinen abgelenkt. Ja,
und wenn man nicht gegeneinander spielt und jetzt so generell, es gibt immer diesen sogenannten Treasure-Kampf. Und da kann man bei, nach jedem Kampf Outfits, Kostüme, Accessoires, verschiedene Sachen, ihr habt ja gesehen, ich hatte da so einen Dreizack und so, solche Sachen kann man da alles gewinnen. Immer Spielgeld, man kann alles gegen Spielgeld kriegen, das finde ich sehr, sehr gut. Da haben die Macher wohl gesagt, die wollen den Spielern nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen, man kann alles erspielen. Ja. Und das ist gut, so nennt sich das mit diesem Treasure Camp. Und bei der Elisa kann man auch die Boobs vergrößern. Kann man auch. Elisa spiele ich jetzt auch mal gleich eben kurz, dann könntet ihr auch mal sehen. Ja. Da, da, di, da, da, du. Soll ich dir wirklich nicht verraten? Da steht es immer, aber ich weiß nicht, welche Tasten das sind. Weil sonst verlierst du ja immer, weil ich das dann immer mache, wenn du mich kurz vorher tötest. Das kann ja gar nicht. Ich trick dich ja gar nicht. Ich versuche dich nämlich zu treten und abzuhalten und zu blocken. Und ich bin ja viel stärker, guck mich an. Final Round. Fight. Mach mal so platt hier. Jetzt kriegt's aber voll ein. Achso, ich dachte, ich wäre da. Nee. Ach, schade. Ich dachte, das wäre von mir so. Die Tasten hier weiter bedeuten. Ja, schon wieder. Das ist aber nicht fair. Hey, wieso konnte der nicht rechtzeitig blocken? Das musst du mal feuern. Du bist doch nicht tot. Hey. Aber jetzt. Ja, aber das Tekken habe ich auch schon wirklich länger jetzt geübt und in Tekken bin ich ganz gut. Tja. Jetzt erstmal Charakter, würde ich. Mach schon mal Elisa spielen. Elisa. Ja. Und es hatte jemand unter dem letzten Injustice-Video gesagt, dass ich eine schlechte Verliererin bin und ich muss sagen, du hast recht. Ich bin wirklich eine schlechte Verliererin. Ja. Ich kann euch da Geschichten erzählen. Aber auch nicht generell nur, sondern nur bei Beat'em'ups. Also ich bin jetzt generell kein Mensch, der ungern verliert, weil ich verliere eigentlich oft in allem. Aber es ist dann immer gemein, weil Jenny ist ja der absolute Beat'em'up-Fan und dann kommt so ein Nerd wie ich mit Button-Smashing und weil Jenny versucht ja immer die ganzen Tricks und Moves oder wie heißt das? Ja, die ganzen Kombos so, rauszufinden. Ich bin einfach nur. Ich sitze hier wirklich so und mache direkt. Ja, die ganze und das Zeit ärgert mich dann schon mal. Und dann gewinne ich damit. Ja, das ist ja schon mal ärgert. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen in dem Video. Oh, ihr hättet danach mal meine Nase sehen müssen. Die hat noch 3 Tage geblutet. Ja. So, dann wähl aus. Achso, ich habe jetzt hier die Roboter geschützt. Jetzt haben wir Elisa gegen Alisa. Wow. Was möchten Sie? Ich möchte gerne weiter. Sind wir schon ganz durch? Jetzt sind wir ja schon ganz durch. Dann nehmen wir hier den. Das? Ja. Das nehmen wir. Ja. Get ready. Jenny hat gesagt, mit Elisa ist ja nicht so gut. Vielleicht dann jetzt. Ja, das stimmt. Mit Elisa verliere ich leider ziemlich oft in den Treasure-Kämpfen. Blöd, wenn man den Lieblingscharakter immer verliert. Ja, das ist total ärgerlich. Wobei, Lili ist auch mein Lieblingscharakter eigentlich. Und man kann die ja auch immer gestalten, wie man gerne möchte. Von daher, dass die so mehr so aussehen, wie man es gerne hätte. Und das habe ich auch alles selber gemacht, das Outfit. Ja, wir haben die bei dir alle die gleiche Brille. Ja, ich mag diese Steampunk-Brille. Das ist auch blöd, man sieht die Augen ja gar nicht. Trotzdem, ich mag die Steampunk-Brille. Das habe ich auch selber gemacht. Also, ne, das Outfit, ja. Fight. Zusammengestellt. Das erinnert mich irgendwie an diese Puppe aus Oz, also aus dem Titan Oz. Und meine ist hier so ein kleiner Vampir. Oh, ey. Ich glaube, hab ich einen Arm verloren? Ja. Yeah. Lisa ist nicht. Ja, ich wollte eigentlich auch was versuchen hier. Ach so. Oh, Rückkampf. Kann ich jetzt eigentlich auswählen? Konntest vielleicht gerade auch. Und ich habe einfach immer gemacht. Nee, das ging gerade nicht. Ich habe immer versucht. Oder immer die, die verliert. Weil ich habe immer verloren. Ich durfte immer auswählen. Einschüsse mit so Marschall. Final Round. Fight. Ich will dich doch beißen. Wie beißen? Du musst mich beißen lassen. Ich will dich beißen. Oh nee. Was nennst du beißen? Nein, ich hatte den falschen Knopf gedrückt. Lass mich dich einmal beißen. Ne,
Feuer beißen. Beißen! Ja. Seht ihr? Die beißt die Gegner. Jetzt lass mich auch einmal hauen, weil ich dich jetzt einmal gehauen habe. Wie beiß ich dich? Hier, du musst mich werfen jetzt. Ja, dann werf ich. Wie werde ich das denn? Mit, entweder mit den Beinen oder den Beinen. Zwei auf einmal drücken kann man auch. Ja. Dann kannst du mich werfen. Hintereinander? Nee. Jetzt vermöbelst du mich aber die ganze Zeit auf. Ja, ich drücke ja alle, aber das macht nichts mit werfen. Egal, dann machen wir jetzt. Jo. K.O. You win. Ja. Und die ist immer müde. Ja, die pennt immer ein, die Ich habe auch schon einen Titel gewonnen. Da steht irgendwas, irgendwas mit immer übermüdet. Ja. 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 Was hast du sonst noch zu sagen? Möchtest du noch einen anderen Charakter? Oder? Ja, dann gucken. Doof, dass wir jetzt immer nur eine Runde eingestellt haben. Ja, aber so sieht man viel mehr. Aber so sieht man bewusst. Ja auch viel mehr von den Charakteren, von den Leveln. Mhm. Wir wollen ja jetzt auch kein hartes Match machen, weil. Ja, also das waren so meine zwei Lieblingscharaktere, Elisa und Lilly. Und ich habe auch hier die Nina, habe ich auch hier. Umgestalten. Also ich gestalte die Charaktere mal gerne so nach meinen Vorlieben und so und lasse die nicht so in diese Einzelschicht. Sonst hätte die da jetzt so ein Brautkleid an oder so. Nehmen wir jetzt mal den, der so mein Alter entsprechend besser passt. Du musst. Ich hab keine. Ja, was möchten Sie diesmal? Den Dschungel. Der war da. Ja. Was hier nicht so ist, jedenfalls, man kommt nicht so von einem Level ins andere irgendwie, dass man sich so durch Doch, Wände man kann schlägt. Sich teilweise unten durch den Boden durch. Das aber, hast du nur einmal bisher gehabt, ne? Ja, aber das geht. Das zeigt, dass einmal. Es geht. Aber es zeigt, dass es geht. Boah. Ja. Also ich liebe Tekken. Ich spiele das schon seit Tagen und es macht einfach nur mega Spaß. Ich kann nicht aufhören, das zu spielen. Puh. Ja. Ja, für mich war mehr Injustice. Ich fand es optisch schöner und eben auch von den Charakteren cooler. Ja. Guckt euch das an. Ich habe so cool gestaltet. Ich habe so eine Keule auf dem Rücken. Hier, so mache ich das. Oh, da mache ich mal gerade. Das klappt ja irgendwie. Ja, das klappt ja nicht. Hier, ich würde einfach immer nur so blubblubblub und mache so. Ja. Das, jetzt kommt sie wieder, aber jetzt nimmt sie mir nicht so viel ab, wenn ich Glück habe. Nee, das dürfte durchaus nicht reichen für Killen. Nee. Da kommt auch manchmal vor, dass ich wirklich hier nur so rumdaddel und mir dann die Hintergrund gegen angucke. Okay, jo. Ah, ist doch noch nicht. Ja, jetzt hast du auch gelabert. Jo. Ja. What's done is done. What's done is done. Jo. Nee. Ja. Ja, doch. Doch. Ja, also ich kann Tekken die ganze Zeit spielen. Also das Spiel ist toll. Tekken 7 ist mega. Also ich habe da wirklich Spaß dran. Jo. Nämlich nochmal nie, weil ich muss euch ja meine ganzen Kostüme zeigen, was ich alles gemacht habe. Ach, ja. Also hatte ich das schon, das habe ich euch schon gezeigt, oder? Ja, das andere hatte ich euch auch schon gezeigt, da muss ich euch jetzt das zeigen. Ich war auch anfangs ein großer Fan von Lucky Chloe. Lucky Chloe fand ich auch total cool, habe ich gerne gespielt. Aber mittlerweile haben das so ein bisschen Elisa abgelöst und Lilly. Ah, ja. Also ich spiele nur noch mit Lilly eigentlich so aktuell, weil ich mit Lilly auch wirklich gut bin eigentlich. Ja, du musst, ich kann nicht. Achso, ja, vergiss es mal. Ja. Jetzt nehmen wir direkt mal einen Tempel hier. Jo. Den Dojo. Ja, und wie ihr seht, habe ich schon viele Kostüme jetzt gebastelt. Ich habe dann auch viel schon erspielt und so, wie ihr seht. Und ja. Das ist noch ein Kostüm. Das ist noch ein Kostüm. Ja. Weil so wie die Lilly jetzt so aussieht, ursprünglich ist auch okay, aber ich gestalte die halt immer gerne um. Jo. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das auch immer gerne macht, so eure Charaktere so ja, anders gestalten. Boah, ich habe Flatterflügel. Mhm. Und Michael Jackson Anzug. Und ich habe Monster auf dem Kopf. So ein Block. Ey, komm, mach was. Flieg weg. Oh! Hey! So, doch mal so, doch mal, Schocker! Boah, das ist doch ein Abgewehr! Ein Abgewehr? Hier, hier!
bin von meinem Dress total abgelenkt. Ah! Das war mal eine. Ich dachte, du hättest mich schon vorher gedreht. Weil du, wenn du mich vorher gedreht hättest, dann hätte ich verkackt. Oh, da liegt die flügelarme Ente. Ja. So, soweit. Jetzt zurück zum Hauptmenü. Da kann Jenny euch ja nochmal zeigen, wie das aussieht mit den Klamotten. Mhm. Und das jedenfalls soweit zum Kampf. Genau. Also, und zwar, man geht auf Anpassen und Charakteranpassung. Und da kann man seinen Charakter immer gestalten, so wie man es gerne hätte. Und zwar, zeig ich euch jetzt. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Lilly und nehmen mal jetzt so, wie sie normalerweise aussehen würde. Die Musik übrigens ist zu 90% richtig kacke, wie immer so bei so Techno. Ja, Musik ist ein bisschen nervig teilweise. Aber ich habe schon, wir haben schon eingestellt, dass die Kampfsounds ein bisschen lauter sind als eben, wie gesagt, die. Wir haben immer so komisches Gedudel. Ja, also hier sieht man schon, hier sind verschiedene Sachen. Also so wird sie normal aussehen und jetzt sieht man schon hier, jetzt kann sie verschiedene Mützen aufsetzen. So Krönchen und so weiter. So total bescheuerte Sachen sind dabei. Die man auch alle so erspielen kann. Die kriegt man alle durch Spielgeld und durch Spielen und sowas kriegt man die freigeschaltet. Die bescheuerten Accessoires, die man anklicken kann. Ja, ja, und da kommt alles. Man kann verschiedene Frisuren machen. Die Haarfarben kann man auch ändern. Also wie ihr hier seht, man kann verschiedene Haarfarben machen. Und das finde ich ganz wichtig. Und dann kann man immer weitergehen. Hier kann man Helme aufsetzen. Hier, wie ihr seht, ist eigentlich auch ganz cool. Sowas kann man auch machen. Man kann hier verschiedene Accessoires haben, die man so auf den Kopf setzt. Und ja, hier so. Ventilator. Die haben dann auch verschiedene so richtige Effekte. So hier zum Beispiel so eine Lampe hier. Dann macht man Licht. Und hier kann man sich auch einen Duschkopf auf den Kopf setzen, sodass man so richtig schön gesprenkelt wird. Und hier, das ist auch witzig. Da fallen dann so. Hier so wie früher diese Jenga-Spiele. Dann fällt da immer so ein Klötzchen runter oder sowas. Ja, und dann kann man sich verschiedene Brillen aufsetzen. Man kann immer ranzoomen und so weiter. Dann seht ihr das so. Brillen kann man aufsetzen. Und ich immer am allerliebsten hier die Steampunk-Brille. Die mag ich am liebsten. Ja, finde ich cool. Da sieht man ja nichts von den Augen. Ja, und man kann verschiedenes Make-up machen. Wie hier seht, so Gothic-Make-up und so. Upp. So Kabuki-Theater-Make-up und so. Und ihr seht das, das kostet 50.000 Gil oder so, glaube ich. Das ist halt alles Spielgeld, was man erspielt. Und hier kann man auch so richtig cooles Make-up und so machen. Das ist schon sehr cool. Und hier hat sie verschiedene Outfits. Also alles so Sachen, die man halt mit Spielgeld erspielen kann. Und hier sind auch zum Beispiel Sachen, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Die muss ich irgendwie noch kriegen. Und ja. So ist schon besser. Das hier auch unten rum kann man verändern. Wie ihr seht, alles so gestalten. Und hier gibt es auch extra Kostüme, die halt schon so fertig sind, die man aber auch farblich verändern kann, wie ihr gesehen habt an meinem Kostüm. Und hier hat man dann die Dinger, die man sich dran packen kann. Die zum sind Beispiel total Panne. Eine Pizza auf dem Rücken oder so, wie ihr hier seht. Okay, das sieht man jetzt mit dem Haar nicht. Oder Flügelchen und oder ein Bär hier am Arm und solche Sachen. Rucksack, Hasen da. Ja, so ein Hasenrucksack. Cool. Also das kann man alles sich da dran machen. Hier zum Beispiel so eine Aufziehschlüssel und Fahrrad. Also man kann die richtig schön bekloppt aussehen lassen. Ja, hier so schön diesen Dreizack, den ich so cool finde. Und hier so ein... Hat aber keinerlei Auswirkung auf den Kämpfer. Nee, ich glaube nicht. Nee, also nichts, dass irgendwie stärker oder so fährt halt durch. Hier so eine schöne Axt. Ja, solche Sachen. Und hier kann man dann zum Beispiel auch mal eben so eine Sardine in der Hand halten oder so. Blumenstrauß oder hier so. Manchmal machen die auch irgendwas, dann fallen da hier so Samen raus oder so. Und oder hier so Frösche, die dann hier ankommen. Ihr seht das hier unten, hüpfen da so Frösche und so weiter und so fort. Man kann auch verschiedene hier Bilder, zum Beispiel Startbilder für den Versus-Bildschirm, kann man hier auswählen, die alle dann anders aussehen. Jo! Und so kann man jeden Charakter einzeln gestalten. Jo. Jede Menge Spielerei. Also super viel. Da kann man so dran rumspielen. Man kann aber die Farben verändern und alles. Und ihr seht das, was man daraus machen kann. Ich habe ja meine Charaktere schon ziemlich verändert. Und wenn Jenny beim Spielen gefrustet ist, dann geht sie wieder
Shoppen. An Shoppen. Ja, das liebe ich ja an dem Spiel. Das mochte ich auch an Dead or Alive immer sehr gerne. In Dead or Alive konnte man ja auch immer seine Charaktere anziehen und umziehen und so. Und das mache ich hier bei Tekken 7 auch. Das macht total Spaß. Jo. Ja. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich schon ein Juggernaut. Keine Ahnung. Boah. Also das ist, glaube ich, der... Ich kenne die Jugger mit, ne? Auf jeden Fall schon ein ganz guter Rang, glaube ich. Ich weiß nicht, so viel habe ich schon gespielt. Das war's. Und so viel verloren habe ich gar nicht mit deinem Button Smashing. Weil du ja immer zum Schluss dich retten konntest mit den komischen... Er wollte ja den Trick nicht verraten haben. Ja. Ich habe es ihm angeboten. So nett bin ich. Ja. Jo. Ja, so ist das. So. Ja, und das war Tekken 7, aber ich werde das auf meinem Kanal auch nochmal extra vorstellen. Ich werde euch da auch so ein paar Spielszenen auch noch zeigen und das hier war ja jetzt nur so eine Daddelrunde mit Tekken-T-Shirt. Die sich extra noch gekauft. Jo, im GameStop, da wo ich den Code erschleimt habe. Wollte der ausreden. Da wo ich den Code erschleimt habe, ja. Ja, so ist die. Jo. Jo, okay. Das würde ich sagen... War's dann, ne? Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Heute war ich nicht grimmig, weil ich habe ja auch gewonnen. Heute war sie nicht grimmig. Ja, aber Tekken 7 macht mir einfach Spaß, selbst wenn ich jetzt verloren hätte. Ich liebe Tekken 7. Ich zocke das schon seit Tagen, stundenlang. Und sie hätte mich vor die Tür gesetzt, wenn sie verloren hätte. Ja, genau. Jetzt im Regen wäre ich draußen gewesen. Ja, und ich habe da total Spaß dran. Mir gefällt das total gut. Das Spiel ist voll mein Ding. Super. Okay. Ja. Von daher... Ihr könnt ja mal unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch Tekken 7 spielt, ob ihr Tekken 7 habt und wie es euch gefällt. Oder wie euch die Einrichtung gefallen hat. Was euch besser gefällt, Justice oder Tekken. Und wie euch die Kostüme gefallen haben, die ich da gestaltet habe. Ja. Okay. Wir sehen uns im nächsten Video. Gehabt euch selig, spielt Tekken, was das Zeug hält und bis dann. Ciao.